seid bei Rizzo kocht. Und heute gibt es was ganz was Tolles, eine Süßspeise aus Ungarn und wer kennt es nicht, die Palatschinken. Und ich mache heute einen richtigen Klassiker und zwar die Gundel-Palatschinken. Das ist eigentlich so das Originalrezept der Ungarn bekannt aus der Budapester Szene von Karl Gundel erfunden, der Gundel-Palatschinken mit einer Nussfüllung und einer leckeren Schokoladensoße. Also Leute, seid gespannt, bleibt dran. So ihr Lieben, der Kaffee ist durchgelaufen, der gehört natürlich bei einem Rizzo kocht Event immer dazu und jetzt gerade beim Dessert tut es sich natürlich wunderbar anbieten. Also, in der Bialetti einen schönen, oder einem Kutjogo, in Ungarn heißt es Kutjogo, einen wunderbaren Espresso gekocht und den werden wir jetzt erstmal hier schön trinken. Genau, das ist so das morgendliche Ritual, gibt es bei mir tatsächlich, wenn ich in Ungarn bin, immer zum Morgen. Ein, zwei Tässchen. Also, Eggeschägetle. Also, ein Palacsinta-Gericht. Palacsinta, der klassische ungarische Eierkuchen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie der funktioniert, wie das geht. Ich werde den Gundel-Palatschinken als Original machen und natürlich noch eine kleine Abwandlung dazu, weil ich habe hier noch ein Gläschen und zwar feinste ungarische Pfirsichmarmelade von der Erika. Erika, die Grüße gehen raus und heute gibt es die Hommage an den Juri und zwar seine Lieblingsmarmelade. Die hat er eigentlich ungern abgegeben, aber für den Kai, für den Rizzo, hat das auf jeden Fall gemacht. Deswegen, Juri Baci, wirst du am Sepen. Adjo Borotsk, Bolotsk. 1, 2, 3. Adjo Borotsk, Lekvaros, Polacintat. Fog Mocina, Animeget Gundel, Polacintat. Also, bleibt dran, ihr Lieben, und jetzt geht's los. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: So, als erstes nehmt ihr euch hier dafür eine Schüssel daher und dazu braucht es erstmal hier unser Mehl. Also hier die Eier dazu. Dann braucht es natürlich eine Prise Salz. Etwas Zucker. Milch. Nehmen wir uns schon mal einen Schneebesen so langsam daher. Rühren die ganze Nummer. Und dann ganz wichtig natürlich ein Mineralwasser mit Sprudel, weil das tut natürlich unseren Teig schön auflockern. So, wird das schön glatt. Da seht ihr ja schon mal die wunderbare Farbe von dem super Bio-Ei. So, und der Teig muss natürlich richtig schön laufen dann. Deswegen gibt es noch ein bisschen Mineralwasser dazu. So,
Kann ruhig noch ein bisschen dünner sein. So, genau. Und den stellt er jetzt erstmal wirklich hier tatsächlich für 20 Minuten beiseite und lasst ihn einfach mal ein bisschen durchziehen. So, in der Zwischenzeit setzen wir uns für die Gundelpalatschinken die Schokoladensoße an. Und dazu nehmt ihr euch wieder hier einen Topf daher. Da kommt jetzt Milch hinein. Die Kuvertüre, da habe ich hier eine Zartbitterkuvertüre. Die kommt noch mit dazu. Und dann erhitzt er sie ganz langsam bei einer niedrigen Temperatur. Dazu könnt ihr noch ein Stück Sahne dazugeben. Macht das Ganze noch schön cremig. Genau. So, das läuft. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Topf für unsere Füllung. Dazu erwärmt ihr euch ein bisschen von der Milch. Zu der Milch gebt ihr schön Abrieb von der Zitrone. So. Ja, die erhitzt ihr ebenfalls. Und dann habe ich hier ein paar Walnüsse, die werden wir hier nochmal flugs aufmixen. Nehmt euch vorher noch mal so eins, zwei zur Deko mit raus. So, Achtung, jetzt wird es mal kurz laut. Die Walnüsse mal kurz durchgehackselt. Perfekto. Zu der Milch gebt ihr natürlich hier noch wieder Zucker dazu. So, machen wir jetzt einen Löffel. Eins, zwei, Esslöffel. Genau. Das lasst ihr jetzt aufköcheln. Dann habe ich hier noch in Rum marinierte Rosinen dabei und genau. Warten erstmal, bis die Milch aufgekocht ist. In der Zwischenzeit könnt ihr euch definitiv schon mal die Pfanne so ein bisschen vorheizen. Ich verwende dazu immer eine schöne gusseiserne Pfanne, um die Palatschinken auszubacken. Die muss richtig feuerheiß sein und dann geht es wie beim Brezelnbacken. 1, 2, 3 hintereinander weg. So, die Schokolade schmilzt. Seht zu, dass es nicht zu heiß wird. Wunderbar. Zucker löst sich langsam auf hier in der Milch, das passt.
Ja, die Milch fängt jetzt langsam an zu köcheln. Da könnt ihr im Prinzip schon die Rosinen, die rumgetränkten Rosinen zugeben. Die Milch kocht. Und jetzt gebt ihr hier die gemahlenen Walnüsse dazu. So, lasst es ein bisschen köcheln. Und jetzt, Freunde, jetzt machen wir hier Trick 17, und zwar jetzt geht hier die Butterzklekwad in diese Nussmilchmischung rein. Leute, das wird der Hammer. Ablecken. Oh, Leute. Das ist der Oberkracher. Und dann würde ich sagen, fangen wir schon mal an, hier unsere Palatschinken zu backen. Das heißt, als erstes hier in unsere Pfanne ein Pflanzenöl zugeben. Ich habe jetzt hier ein Sonnenblumenöl. Erstmal um die Pfanne richtig schön mit dem Öl auszukleiden. Nehme ich mir dann ein bisschen Küchenkrepp dazu. Und das schön verteilen hier. So. Jetzt saugt er das wieder ein bisschen auf. Und die Pfanne ist heiß. Das passt. So, der erste, der ging immer schief, und das war natürlich der, den wir als Kinder immer schon essen durften. Ne? Da waren wir immer heiß drauf. Wenn die Nadja angefangen hat mit Palatschinken zu backen, dann ging es ab in die Küche, und der erste Palatschinken, der ging immer in die Hose. Von daher war der immer für uns Kinder, und wir konnten schon so ein bisschen rumnaschen. Mega. Nochmal ein bisschen Öl. Ist schön heiß. Ja, und genau so muss es sein. Ja, wenn es richtig Blasen werben, so wie hier, richtig schön Blasen werben, dann wird der Palatschinta genauso wie er sein sollte. So, Schokosauce machen wir aus. Alles gut. Hier traumhaft, schöne Farbe gewendet. Beim nächsten versuchen wir es einfach mal auch zum Werfen. Vielleicht bleibt er hier oben an der GoPro hängen. Schauen wir mal. Hopp. Ja, schön die Pfanne auch drehen dabei, dass der Teig sich schön gleichmäßig verteilen kann. So, also wieder ein bisschen Öl rein. So, wunderbar. Schön, Temperatur hoch, wichtig, heiße Pfanne, das A und O. Dann Teig in die Pfanne rein, schön ein bisschen schütteln, dass der Teig sich gleichmäßig verteilt überall. So, Freunde, da richten wir schon mal an. So, nehmen wir uns hier unsere schöne
schöne Füllung. Das heißt hier diese Walnuss, Pfirsich, Marmeladenfüllung nehme ich jetzt hier daher. So, und dann fülle ich diese zu einem Dreieck. So. Das ist der nächste daher. Und hier auch wieder. Hallo Thomas. Kamera läuft. So, und hier gefüllt. Nochmal halbieren und wieder ein Drittel. So, dann legt er die so schön auf den Teller. Okay. Jetzt haben wir natürlich noch hier unsere Schoki-Soße. Die kann da mal glatt hier schön drüber laufen, schaut. Ja, die Palatschinkenproduktion, die geht immer weiter, immer weiter. So. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen den sauren Part, und zwar in der Waldbeerensoße. Die gebe ich jetzt hier noch mit als Eyecatcher drüber. Hier hat es jetzt noch ein paar Heidelbeeren, Himbeeren. Noch ein bisschen aufgeschlagen da. Dann machen wir jetzt hier nochmal eins, zwei, drei, vier. Wir legen hier noch einen hin. Kleinen Tupfer dazu. Macht es hier noch ein bisschen von der Walnuss oben on top. Und ein bisschen Minze, Freunde, und da ist es schon, mein Gundelpalacinta. Das ist jetzt die Rizzo-Version, ne? Gundelpalacinten, im Prinzip ein Eierkuchen gefüllt mit einer Walnuss-Pfirsich-Marmeladenfüllung. Und das Ganze mit einer Schokosoße. Ihr Lieben, das ist ein klassisches Dessert, ein ungarisches Dessert. Hier geht es ganz einfach darum, einen Palatschinkenteig euch zu zeigen. Da gibt es natürlich viele Füllungen, die ihr dafür machen könnt. Und zwar, wie gesagt, die Walnussfüllung als klassische Version, eine Quarkfüllung, eine Marmeladenfüllung, es gibt eine Zimtzuckerfüllung, es gibt nur eine Kakaopulverfüllung. Also in diesem Sinne, du hast der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und es gibt natürlich auch noch die herzhafte Variante, ein Hordobadi Palacinta, der ganz einfach aus der ungarischen Tiefebene kommt. Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und wenn euch die anderen ungarischen Gerichte interessieren, dann schaut euch ganz einfach die anderen Videos von mir an. Dort sind Gerichte aus meiner Kindheit dabei, die ich für euch gekocht habe. Wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert mich einfach. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und damit ihr keine weitere Folge verpasst. In diesem Sinne, also vielen lieben Dank. Jetzt gibt's Palatschinken, Joet Vajot. Lasst es euch gut schmecken, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Euer Rizzo ist raus.